Ich werde größtenteils mit YouTube aufhören. Willkommen auf Dynamite Live. Ich sitze am Rechner und irgendwie ist die Kamera zu niedrig. Bin dabei, das Video hochzuladen. Also ich habe es schon geschnitten und alles in das Thumbnail gerade gemacht. Nur, ja, das Internet ist super, super langsam und ich habe eigentlich keine Lust, meinen Hotspot wieder zu aktivieren, weil das bringt es ja auch nichts. Dann habe ich ja kein mobiles Internet. Ja, was soll ich machen? Wir haben jetzt 5:30. Ich habe meinem Vater versprochen, vorbeizufahren, denn Halleluja, Leute, ratet mal, welches Auto ich wieder bekomme. Ich bekomme vorübergehend wieder den Lupo. Kann den Polo jetzt erstmal dort stehen lassen. Ich habe euch ja gestern erzählt, dass da irgendwas nicht dran richtig ist. Jetzt haben sie gesagt, lass das Auto jetzt erstmal hier stehen. Wir gucken mal nach und gucken, was darin falsch ist. Das heißt, es wird jetzt wieder repariert. Aber ich kann jetzt sozusagen wieder mit meinem alten Auto durch die Gegend fahren, obwohl ich eigentlich dachte, okay, das war's jetzt. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Nein, ich fahre wieder mit meinem allerersten Auto durch die Gegend. Ich bin halt darauf angewiesen, ich brauche ein Auto. Ich muss gleich noch einkaufen. Ich nehme euch natürlich mit. Aber trotzdem ist das super ärgerlich. Es ist einfach total nervig. Ich hab mal, könnt ihr das sehen? Meine Nägel sind silber, beziehungsweise so spiegelglänzend. Das ist dieses Zeug von Essence. Aber ich lackiere mir die Nägel immer dann, wenn ich am wenigsten Zeit dafür habe. Und das ist jetzt schon wieder angedutscht an einigen Stellen. Das nervt mich einfach so. Ich glaube, ich muss jetzt meinen Hotspot anmachen. Das kommt nicht voran hier. Wir sehen uns gleich. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ich sitze wieder im Lupo. Das Geile ist, ihr wisst es, das Ding hat keine Klimaanlage. Es ist einfach nur heiß. Ich bin wieder zu Hause. Ich war gerade einkaufen im Supermarkt und in der Drogerie. Boah, so ein Hin und Her. Ich habe jetzt erst das Auto abgeholt, beziehungsweise habe dann Bonnie kurz zu meinen Eltern gebracht. War dann einkaufen, bin wieder zu meinen Eltern, habe Bonnie abgeholt. Und ich werde auf jeden Fall gleich euch zeigen, was ich beim DM eingekauft habe, weil ich denke mal, dass euch so Haushaltshauls gar nicht interessiert oder... Falls es doch so ist, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare, falls es euch interessieren sollte, was ich so oder was wir so einkaufen, beziehungsweise in dem Fall natürlich ich, weil dein ist ja jetzt nicht da, der verspätet sich. Und es muss ja trotzdem eingekauft werden, weil sonst würden wir ja verhungern. Ich habe ja gestern mitbekommen, dass Daniel gesagt hat, dass ihr heute unbedingt einschalten solltet. Deswegen auf jeden Fall auch bis zum Ende dranbleiben. Was sage ich das? Ihr sollt eigentlich immer bis zum Ende dranbleiben. Wie versprochen zeige ich euch jetzt, was ich beim DM gekauft habe. Und zwar einmal, also, ist mir im Auto aufgegangen, Taschentücher, denn unsere Taschentücher sind jetzt ausgegangen. Aber ich musste unbedingt die mitnehmen, weil die so ein süßes Design haben. Könnt ihr das sehen? So mit so puderfarbigen Herzchen und hier mit diesen Faultieren. Es gibt ja zurzeit diese Lazy Edition beim DM. Und hier könnt ihr es sehen, hier sind noch mehr so süße Designs. So voll in rosa und voll mein Ding halt. Aber die ist halt aufgerissen, als ich Bonnie ins Auto packen wollte. Wollte ich das zur Seite packen und irgendwo war das dran und dann habe ich halt die komplette Packung aufgerissen. Und jetzt sind auch im Flur und so überall Toilettentücher, genau, Taschentücher. Dann habe ich einmal geholt Abschminktücher. Die hole ich dort immer. Warte, wenn ich den Kassenbon finde, kann ich euch auch die Preise sagen. Nee, das war was anderes. Na, ist auch egal. Hier auch wieder.
Dann habe ich einmal, das nehme ich immer, ich finde das riecht super gut, von L'Oréal Paris Elvital Fibralogie, dieses Shampoo. Ich finde das so schade, es gab eine Zeit lang immer diese Riesengrößen davon und seit längerem finde ich vor allem von dieser Edition die großen Dinger nicht mehr. Das hier sind jetzt nur 250 Milliliter und bei den großen sind 400 drin. Von allen anderen gibt es die, aber von denen nicht mehr. Keine Ahnung, vielleicht andauernd vergriffen oder so. Ich war eigentlich wegen Daniel beim DM. Der hat nämlich einmal ein Deo gebraucht. Der hat einfach nur Deo aufgeschrieben. Und dann dachte ich mir, ja gut, nimmst du mal das hier, weil ich fand das da ganz cool aus von den Farben her. Ich habe aber auch nicht dran gerochen, wie dann auch. Oh doch, das riecht gut. Das riecht gut. Das riecht lecker. So, dann meinte er, ich soll ihm ein Gel mitbringen. Und dann schrieb er in Klammern von der Hausmarke oder irgendwie so. Ja, und da gab es mehrere und dann wusste ich auch nicht welches. Jetzt habe ich einfach das hier mitgenommen. Ich hoffe, das ist auch richtig. Es hat, glaube ich, auch nur 1,30 oder 1,50 gekostet. Balea Men Maximum Power Styling Gel. 8 Stunden, nee, was heißt das? Nee, Stufe 8, 24 Stunden Turbo halt, maximaler Halt. Ich hoffe, es ist richtig. Dann sein Haarspray. Und zwar nimmt er immer von Taft das Schwarze, schrieb er auf. Wo ich mir dann dachte, ey, es gibt drei Schwarze. Einmal Haarlack, dann Haarspray und dann noch so eins. Und jetzt habe ich einfach das genommen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Keine Ahnung. Oh mein Gott, eigentlich sollten wir mal so eine DM-Challenge machen, dass er mir so eine Einkaufsliste aufschreibt. Ich glaube, ich würde nur die falschen Sachen holen. Andersrum aber genauso. Könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das machen wollt. Ob wir das machen sollen. So. Dann hier von Signal meine Zahnpasta. Die kennt ihr ja bereits. Die hole ich ja immer. Dann hat er aufgeschrieben, WC-Ente. Er hat das nur aufgeschrieben, damit ich weiß, was er meint. Also das Zeug, was man so untern Rand spritzen kann. Dann habe ich einfach das hier von Denk mitgenommen. Keine Ahnung, ob es gut ist. Ich habe es trotzdem mitgenommen. Wenn ihr so ein paar Haushaltstipps habt bezüglich Reinigungszeug und so, dann immer her damit. Wir sind da so, naja, nicht so. Also wir machen schon sauber, das wisst ihr auch. Aber wir haben noch nicht so das Richtige gefunden. Und einmal, hier ist das, Glasreiniger. Genau. Das habe ich auch mitgenommen. Und die Tüte ist leer. Also ich würde das ganze Zeug mal wegpacken und dann mich einfach mal eine Stunde hinsetzen und gar nichts tun. Oh nein, ich muss noch Online-Banking betreiben. Aber danach. Ihr kennt ja alle Bonnies Freund. Ihn hier. Und das ist langsam nicht mehr lustig. Denn wenn Bonnie so weitermacht, ist der Freund nicht mehr prall und rund, sondern nur noch Stück Fell. Obwohl, ist ja kein Fell. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich nicht einfach eine alte Socke nehmen soll. Weil Daniel hat gemeint, er hätte noch eine alte Socke, die er sowieso wegschmeißen wollte. Dann würde ich halt ein Stück rausschneiden und dann eben das Loch stopfen und eben zunähen. Ich bin ein Freund, das findest du bestimmt öde. Nö. Nö. Was ist denn dies? Schnittchen? Ja. Und was isst du? Ich hätte auch gerne ein Schnitzel. Ein Schnitzel. Ja, dann willst du ein Schnitzel haben. Was du liebst mich und willst, dass ich abwerde. So, du darfst du trinken. Ich brauche noch was. Das ist mir schon ein Brötchen. Oh, geil, Pech von dir. Ich krieg's doch gleich deine Haare, du nicht wieder. Hat das was gehört? Ja, finde ich schon. Fun, fun. Fun! Oh! Das war aber jetzt echt grottenschlecht. Okay. Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig trockenschlecht. Oh, Müllermilch! Wolltest du dich verwöhnen? Hast du denn was vor heute da mit mir? Daniel ist da, also ihr habt's gesehen. Hallo! 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 Du kleine Huf. Was? Ich euch nicht. Ich werde sie jetzt aussehen. Oh! Wow! Oh. Schön scharf! Wow! Ja! Mmh. So, ich habe jetzt gerade schon eben schnell geduscht und dann wollte ich euch mal zeigen,
Die Sandy war ja vorhin bei DM und sollte mir zwei, drei Sachen mitbringen. Zum einmal Deo, schon mal richtig. Mein Haarspray ist auch schon mal richtig, aber bei dem Deal hat sie sich leider vergriffen. Also ich habe das noch nie gehabt. Ich habe normalerweise immer so eins, obwohl es ist auch schon ein bisschen dickflüssiger, ne? Sieht man das? Oh. Jetzt ist es so. Und ich habe jetzt eins, was ist so ein bisschen wachsartig, aber ja, das wird schon richtig sein, denn für meine paar Fusseln wird das schon funktionieren. So, und gleich gibt's lecker essen. Ich sterbe schon vor Hunger. So, ich habe Essen gemacht und wir essen heute draußen, weil es so schön warm ist. Erst einmal, das letzte Mal, glaube ich, ne? Wir müssen, glaube ich, morgen früh das Dach abmachen, weil es ein bisschen regnen soll. Und guck mal, wie schön. Ich extra aufgestellt. Mhm. Ja. Ach ja, und es gibt Paprika, Sahneschnitzel oder so und Pommes. Komm her mit dem Teller. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Hunger. So, ihr Lieben. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Für all die Leute, die das Video von gestern bis zum Ende geguckt haben, morgen bzw. dann also heute mit euch was besprechen wollte, bzw. ich muss euch was sagen, und zwar ist es jetzt wie folgt. Es hat sich was in meinem Leben jetzt verändert, oder es wird sich in Zukunft in meinem Leben was verändern, was sich dann auch wiederum auf YouTube widerspiegelt, bzw. was ich, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ich bin auch kein Mann der großen Worte. Auf jeden Fall, um Klartext zu sagen, ich werde größtenteils mit YouTube aufhören. Lass ich das aber einen Moment kurz sacken. Und zwar, ich werde nicht komplett aufhören, aber es wird sich bei mir sehr, sehr stark reduzieren. Denn ich habe einen neuen Job angenommen. Habe jetzt auch vor 2 oder 3 Tagen, je nachdem, wann das Video jetzt online kommt, habe ich meinen jetzigen Job auch gekündigt. Also es ist wirklich alles jetzt schon safe und alles jetzt in trockenen Tüchern. Der neue Job wird mich zeitlich wesentlich mehr einspannen. Das sieht dann so aus, dass ich auch teilweise mal ein paar Tage oder vielleicht nur mal eine Woche unterwegs bin. Je nachdem, in welchem Hotel ich dann untergebracht werde und wie auch immer, weiß ich nicht genau, ob ich halt da irgendwie vloggen kann oder weiß der Kuckuck, ne? Also das muss ich alles erstmal noch einspielen. Wir haben jetzt ungefähr noch 3,5 Wochen ganz normal Zeit, wie ihr das heute immer kennt, mit Früh- und Spätschicht und alles. Danach wird sich das auf jeden Fall ändern. Ja, ihr könnt mal an der Stelle in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Denn das war auf jeden Fall auch ein Grund, warum wir uns halt lang und breit diskutiert haben, die Sandy und ich. Weil es ist natürlich auch ein großer Schritt. Vor allem für uns ist es auch noch was Neues. Aber jetzt in Hinsicht auf YouTube und so konnte ich da natürlich auch keine Rücksicht drauf nehmen. Den Kanal und alles andere wird es nach wie vor geben. Die Sandy macht ganz normal weiter. Es wird halt nur mal so sein, dass ab und zu auch mal so ein paar Tage oder eine Woche Vlogs online kommen, wo ich vielleicht nicht zu sehen sein werde. So sieht's nämlich aus. Boah. Und, aber ich denke, das kriegen wir alles hin, weil ihr müsst ja ein bisschen Vorlieb mit der jungen Dame hier nehmen, boah. Wo siehst du ihn jetzt? Aber es wird natürlich trotzdem so sein, dass sobald Daniel hier ist, ganz normal gevloggt wird, genau. Auf jeden Fall. Also ihr sollt jetzt nicht irgendwie denken, dass er jetzt gar nicht mehr dabei ist, weil Dynamites Live bleibt bestehen. Ja, natürlich, klar. Und wir hatten uns auch gedacht, wenn Daniel zum Beispiel nach der Arbeit, also er hat es euch ja erzählt, der wird halt auch teilweise mehrere Tage beziehungsweise vielleicht auch mal Wochen am Stück nicht vor Ort hier zu Hause sein. Aber dann hat aber die Wochen werden, das wird eine Ausnahme bleiben. Also es werden auf jeden Fall mehrere Tage am Stück wahrscheinlich sein. Aber halt, dann wird ja wieder ein paar Tage zu Hause. Genau. Und dann müssen wir halt mal gucken, das wird sich halt als alles einspielen, ne? Dann haben wir auch gesagt, hat er selber auch von sich aus gesagt, dass er dann halt mit dem Handy, dann wahrscheinlich bei ihm auf dem Hotelzimmer oder so, daneben filmt. Ja, oder ich nehme die andere, lädt ihre mit und kann das auf, dann per E-Mail schicken oder wie auch immer. Stimmt, dann kannst du, wer mir das Ding, genau, ziehst jetzt aufs Handy und schickt dir das einfach, oder bei WhatsApp oder wie auch, was, genau, der Geier. Und dann kann er nämlich, dann kann ich auch sagen, wo ich gerade bin und, genau, sowas. Aber das ist jetzt so mal so. Und also es gibt halt viele Dinge, die auch, wo wir drüber gesprochen haben, ne, die geklärt werden mussten. Aber ja, es ist für mich, beziehungsweise auch für uns jetzt eine Chance. Und siehst du, wir hätten ein Fenster zu machen sollen. Oh. Oder Viecher. Wir, wenn wir Tür offen haben, ein Fenster offen haben und Licht anhaben. Ne, lass dich, mach das nicht. Die armen Tiere, ey. Die fliegen schon irgendwann raus.
Aber, nee, wir müssen, machen wir bitte Fenster zu, wenn wir abends sitzen, müssen wir auf jeden Fall zumachen. Guck mal, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tiere, 9, 10. Guck mal da, ganzer Schwarm. Guck mal, sind das kleine Spinnen? Nee, Fliegen. Oh Gott. Guck mal da, guck mal da! Ja, können wir das Zeug bitte jetzt aufhängen? So, also wie gesagt, jetzt wisst ihr Bescheid, wie es aussieht. Und ja, so ist das jetzt nochmal. Wo? Chachi? Ja. Genau. Ich bin auch gespannt, was ihr da draußen dazu sagt. Genau, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich natürlich auch interessieren. Ihr braucht auf jeden Fall jetzt auch nicht in die Kommentare schreiben, hier erzähl mal, was du jetzt machst und wie auch immer, weil ich habe auch von meiner letzten Arbeit ja auch nicht viel erzählt, beziehungsweise nur, ihr wusstet nur, dass wir Früh- und Spätschicht haben, aber ein bisschen Privatsphäre muss natürlich auch gewährleistet sein. Ich weiß nicht, ihr könnt es, da ist ein Käfer und überall sind so kleine schwarze Punkte und das sind alles gerade Fliegeviecher. Die sind auch hier, überall, hier an der Leiste. Überall. Ich weiß, ihr könnt das vielleicht gerade nicht ganz so gut erkennen, aber wir sind überall Viecher. Ja, warte. Und Daniel will jetzt hier das Licht ausmachen. Draußen das Licht an. Wir hoffen, dass sie rausfliegen. Genau, ich mache auch mal hier die Tür zu, damit die nicht irgendwo anders hinfliegen. Schaut mal, wie schön das hier ausschaut. Wir liegen jetzt schon im Bett. Wir müssen uns noch umziehen. Warte mal, was wollten wir jetzt? Ausziehen, weißt du. Ja, trotzdem umziehen. Ich bin auf jeden Fall nackt. Es ist auch echt warm. Ist bei euch auch so unerträglich warm? Schreibt es mal in die Kommentare. Kommen wir nun zum Dynamite Tages. Und heute ist es 1DG12. Ich glaube LDG12 oder IDG12. Ist auch egal. Also das Kleid ist ein Traum, aber die Schuhe passen meiner Meinung nach gar nicht und die Tasche auch nicht. Das Kleid ist sehr elegant und durch die Schuhe und die Tasche geht es verloren. Aber es muss dir gefallen. Smiley, Kuss. Wir haben deinen Kommentar ausgewählt, denn... Warte mal. Was war das denn jetzt? Das war ein Korb. Super viele haben gesagt, dass die Schuhe bzw. die Tasche überhaupt nicht zum Kleid passen. Oh, also die Schuhe feiere ich schon. Die Tasche habe ich jetzt so noch nicht. Also ich habe die Tasche schon mal rumstehen sehen, aber jetzt noch nicht am Kleid so dran. Ihr verunsichert mich total. Ja, rutscht mit. Oh, könnt ihr mir nicht einfach ein Outfit zusammenstellen? Das Gute ist, das habe ich dir noch nicht erzählt, Sarah hat mir geschrieben, die hat sich nämlich den Vlog auch angeguckt von gestern und hat gesagt, ja, warum sagst du nichts? Ich habe dunkelblaue Schuhe. Also Pumps. Und sie kommt entweder morgen oder übermorgen vorbei, bringt die Schuhe mit. Und wenn die passen, kannst du dann umtauschen, oder? Dann probieren wir gemeinsam, ja, könnte ich. Dann probieren wir, also ich zeige euch das dann und dann könnt ihr mitentscheiden, für welche Schuhe ich mich entscheide. Falls es welche von ihr sind, ansonsten ziehe ich nur mal los, aber ich kann auch nicht noch eine Klatsch holen. Nein, ach Quatsch. Und, du hast so viele schwarze Taschen. Nee, ich habe keine eleganten Taschen. Ich habe große Handtaschen, die ich halt wirklich für jeden Tag benutze, aber man trägt dabei entweder, wie das schon jemand anderes sagte, eine Klatsch oder eine kleine Umhängetasche. Ich besitze die von Mickey Mouse, Minnie Mouse. Ich habe noch schwarze Lack zu unten. Sprühen wir einfach über. Oh Freunde, ihr müsst mir echt helfen. Oder falls ihr vielleicht irgendwelche Ideen habt und wisst, wo es welche gibt. Jutebeutel. Dann schickt mir einfach den Link unten in den Kommentaren. Das müsste eigentlich, glaube ich, funktionieren. Dass man und so einen kleinen Reisekoffer? Also wenn ihr bei ASOS, H&M oder kennt vielleicht auch irgendwelche anderen Online-Shops wisst, wo es gute Sachen gibt, dann sucht mal danach und schickt mir den Link unten in die Kommentare. Ich werde mir mal alle Sachen mal durchgucken und hoffen, dass ich dann doch noch das Passende finde. Also sowohl Schuhe, also ihr wisst, das Kleid ist dunkelblau, als auch eine Handtasche, Klatsch oder das, was eurer Meinung nach dazu passt. Ein Kleid kaufen können, was dazu passt, zu den Sachen, die du schon hast, wäre wahrscheinlich günstiger geworden. Mir hat das Kleid gefallen, habe es bestellt, jetzt ist es da. Ja, so komme ich mir auch gerade vor. Ja, wenn ihr schon morgen Dynamite des Tages werden wollt, dann müsst ihr das Video ganz, ganz fleißig kommentieren. Und ich bin echt gespannt auf die Kommentare morgen. Ja. Da bin ich jetzt schon rattig drauf. Bin mal gespannt. Also,
Ihr wisst es, wir werden uns alle Kommentare durchlesen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert uns gerne, falls ihr es noch nicht getan habt, und aktiviert die Glocke. Und ansonsten würde ich sagen, wartet noch die Endcard ab. Da sind auch noch 4 weitere Dynamite des Tages. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Bis dann. Ach ja, und morgen machst du wieder die Abmatten, ne? Habe ich gehört. Beim Schneiden.